Kleinste is de Jas. Wer kan dat zijn? Kleinste? De grootste is mijn grootste, ja. De kleinste? Was denk je? Hast du een idee? Het wird wahrscheinlich irgendein Flügel sein. Ik denk dat het kleinste is de Timmy Reichmuth. Bist du sicher? Ja. Bist du ganz sicher? Ik denk het schon. Ah. Nee. Ich hätte jetzt gesagt, der Timmy Reichmuth oder der Dani Parko Menke sind schon. Ja, ich würde sagen, der Timmy. Timmy? Ja. Bist du sicher? Nein, sicher bin ich mir nicht. Aber jetzt bleibst du dabei? Ja. Ich denke, dass alle denken, dass ich das bin. Timmy. Der größte ist einfach. Ja. Aber ja. Wer ist der kleinste? Ja, aber der große ist auch schwierig, weil es gibt zwei Leute. Schon? Fast. Ja, Martin Slaninger und Bracher, sie sind groß. Okay. Finde ich. Aber der kleinste ist. Ich glaube, Timmy Reichmuth. Timmy Reichmuth? Ich glaube. Bist du ganz sicher? Ich glaube ja. Ich würde sagen, Timmy Reichmuth. Wieso sagen alle Timmy? Weil jeder denkt, er ist der Kleinste. Ja, der Timmy. Timmy. Der Timmy. Nein, es ist aber nicht der Timmy. Es ist aber nicht der Timmy. Ui. Das ist noch schwierig. Ich würde sagen, der Bo oder der Timmy. Ich würde sagen, der Bo oder der Timmy. Komm, entscheide dich. Der Timmy. Ich glaube, Timothy Reichmuth. Habe ich falsch? Ich sage alle Timothy. Ja? Der kleinste, hätte ich jetzt mal gesagt, ist der Timmy Reichmuth. Wieso gerade der Timmy? Ich kenne ihn so ein bisschen durch die Nationalmannschaft und habe recht viel mit ihm eigentlich zu tun. Und dort habe ich so ein bisschen das Einschätzen, okay, er ist nicht der Größte, aber vom Team her hätte ich jetzt eben gesagt, ja, er oder der Bo, aber ich hätte mich innen für das Team entschieden. Also der Bo ist sicher auch nicht der Größte. Der Bo ist nicht der Größte. Ich glaube, der Team ist viel. Glaubst du oder weißt? Ich glaube es. Der Bo ist... Warum der Team ist sie, warum nicht der Bo? Ja, ich glaube, es liegt auch noch am Körperbau des Timmy. Weil der Bo breiter ist, wirkt er grösser. Genau, ja. Okay. Ja, dann hätte ich jetzt Timmy Reichmuth gesagt. Ich bin jetzt am Überlegen zwischen Bo und dem Timmy. Ich kann dich beruhigen, du bist es nicht. Ja, das weiss ich. ich würde jetzt mal sagen, der Bo. Wie kommst du jetzt gerade auf den Bo? Ja, es schwirrt mir die Namen vom Bo und vom Timmy durch den Kopf. Und ich sage jetzt einfach mal, es ist der Bo, weil wahrscheinlich alle anderen gesagt haben, es sei der Timmy. Der Timmy sieht ein bisschen kleiner aus, weil er halt noch ein bisschen dünn ist. Ich habe das Gefühl, vielleicht täuscht es ein bisschen und am Schluss ist es gleich der Bo. Alle sagen Timmy, aber es ist eben nicht der Timmy. Wer könnte es noch sein? Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich bin gerade noch ein bisschen grösser wie der Bo. Also würde ich jetzt denken, dass der Bo der kleinste ist vor allem. Ist kleiner wie der Timmy. Ja, klar. Der sieht nur breiter aus, aber der ist eigentlich kleiner. Oh ja, Bo. Oh ja, Bo. Ja, aber er sieht nicht so klein aus. Weißt du, wie wir Timmy, Timmy Reichmuth sieht kleiner aus. Weißt du, wie weil er ist auch so dünn. Weißt du, wir müssen ihn mal nachmessen. Ja, sicher. Ich habe gemeint, der Bo ist fast gleich groß wie ich. Bo gleich groß wie du. Also grösser wie der Timmy. Nein, der Timmy ist kleiner als ich. Wobei, in dem sehen wir es halt nicht an, weil er so dünn ist. Eindeutig der Bo, der die zweifelhafte Ehre hat, der kleinste Spieler zu sein. Aber das müssen wir vielleicht mal noch verifizieren. Das wäre doch eine Aufgabe für einen Captain. Das denkst du schon auch. Das mal herauszufinden, wer ist der kleinste Spieler. Gehört das zu den hochkomplexen Aufgaben, die ich vorher... Genau. Nein. Es wird behauptet, du seist der kleinste Spieler beim HSC Sur Aarau. Was sagst du da dazu? Ja, laut den letzten Messungen ist das wohl der Fall, ja. Aber es ist sich da niemand so richtig wirklich einig. Ob ich so der Timmy ist, aber das kommt nicht darauf an. Wir haben dafür Sprungkraft.